Stürmisch peitschte am Sonntag der Wind über den Erzgebirgskamm und somit in Richtung Veranstaltungsgelände vom diesjährigen Skikühering auf Grünhainer Flur. Und doch schon von Weitem hörte und sah man, dass es sich hier um eine Motorsportveranstaltung handeln muss. Um was genau, erklärt uns der Streckensprecher vom MC Grünhain, Steffen Lobstein. Heute haben wir den 11. Skijüring vom Motorsportclub Grünhain. Das heißt also, das 11. Mal findet diese Veranstaltung hier in Grünhain statt, also organisiert vom Motorsportclub Grünhain. Und 23 Paarungen, das heißt, die sind unterteilt in Hobby- und Masterklasse. Und wir haben also 15 Paarungen in der Hobbyklasse und 8 Paarungen in der Masterklasse. Dazu kommen nochmal 10 Einzel Snowcross-Fahrer im Hobbybereich und 11 im Masterbereich. Insgesamt gingen an diesem Sonntag 44 Starter auf die rund 1 Kilometer lange Piste. Dabei musste jedes Gespann bestehend aus Snowboard und Ski und Motorschlitten zweimal die Runde absolvieren, sodass letztlich 2 Kilometer Rundkurs in die Endwertung einflossen. Durch den aufgeweichten Schnee und die anrückenden milderen Temperaturen war die Strecke für die Teams sehr anspruchsvoll. Nicht jedes Team kam auf der 2 Kilometer langen Strecke ohne Sturz durch. Dann galt es zurück, Gespann wiederhergestellt und weiter Richtung Zieleinlauf. Auch beim Zieleinlauf kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Hier gaben die Gespanne noch einmal alles, um die besten Zeiten zu erreichen. Tagessieger in der Hobbyklasse wurden mit 3 Minuten 59,29 Sekunden für beide Läufe Oliver Reuter und Benjamin Kreher, gefolgt von dem Team Nick und Michael Drechsel sowie Nick Drechsel und Tim Strehloff. Die Tageswertung der Masters gewann Christian Schramm und Michel Drechsel, denkbar knapp mit 1,5 Sekunden vor Thorsten Schelle mit Elmar Liebscher. Dritte wurden Steve Löschner und Franz Wenzel. In den Solowertungen siegten Steve Löschner in der Hobbyklasse und Oliver Reuter bei den Masters. Die schnellste Runde absolvierte hier Clubchef Jens Ullmann mit 1 Minute 19,47. Er wurde Zweiter der Tageswertung vor Tino Weigel und Christian Körner.